Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom April geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im April habe ich wieder relativ viel gelesen, nämlich insgesamt 12 Bücher. Ich weiß nicht, wie ich das wieder hingekriegt habe. Gut, ich hatte im April auch noch Urlaub und habe halt viel gelesen und nichts anderes gemacht. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich im April gelesen habe. Und zwar war das Afterwork von Simone Arnstedt. Ich blende euch das Buch mal hier ein. Ich habe es nicht mehr hier. Ich hatte es mir nur von meiner Arbeitskollegin ausgeborgt. Und ja, da mich das Buch leider nicht so tausendprozentig überzeugen konnte, habe ich es mir dann auch nicht mehr gekauft. Was ich ein bisschen schade fand, denn ich habe von der Geschichte ein bisschen mehr erwartet, als wie es im Endeffekt war. Aber so viel zum Thema Erwartungshaltung bei Büchern. So ist das. Manchmal geht man mit so hohen Erwartungen ran und wird sowas von enttäuscht und manchmal hat man von null Erwartungen und dann ist dieses Buch einfach bombastisch. Aber ich finde ja, wenn man schon mit solchen Erwartungen an eine Geschichte rangeht, dann kann das nicht mega gut werden. Deswegen versuche ich eigentlich meine Erwartungen immer runterzuschrauben, aber irgendwie funktioniert das nicht immer. Naja, auf jeden Fall, Afterwork ist eine gute, solide Geschichte gewesen, aber hat mich leider nicht hundertprozentig überzeugen können. In dem Buch geht es ja um Alexia und Alexia arbeitet ja in einer Werbeagentur und bekommt einen neuen Chef und ja, ist ein bisschen nervös, weil sie auch so ein bisschen Angst um ihren Job hat, weil Frauen in der Werbebranche jetzt halt auch nicht so die besten Chancen haben. Und dann betrinkt sie sich Sonntagabend in einer Bar, weil sie auch noch von ihren Freundinnen versetzt wurde und trifft dann dort auf Adam. Und Adam und sie verstehen sich sofort und sie spürt sofort diese bestimmte Chemie zwischen sich. Und ja, dann küssen sich die beiden auch noch und dann passiert Lexia noch irgendwie ein sehr peinliches Missgeschick. Und ja, Adam setzt sie in ein Taxi nach Hause und am nächsten Tag trifft sie Adam wieder und er ist ihr neuer Boss. Und das sorgt natürlich für ziemliche Schwierigkeiten und für ziemlich viel Wirbel und ja, das ist halt so das Große, worum es im Buch geht. Es geht im Prinzip um Alexia und um Adam und um die Beziehung der beiden. Dann geht es noch so ein bisschen um das Thema Body Positivity oder wie das heißt, denn Alexia ist eine Frau mit Kurven, also sie ist jetzt nicht dick oder fett oder so, aber sie wird halt als Frau mit Kurven bezeichnet, was halt auch immer das heißen mag. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe von aus, sie ist eine ganz normale Frau, die so ein bisschen Speck auf den Hüften hat, so wie das bei einer Frau auch sein sollte. Dadurch, dass sie halt nicht so vollschlank ist und aussieht wie ein Supermodel, hat sie natürlich auch Komplexe und hat halt auch immer wieder Probleme mit ihrem Gewicht. Und ja, darum geht es auch noch so ein bisschen mit in diesem Buch. Aber ich muss sagen, dass mich dieses Thema irgendwann in der Geschichte einfach nur noch genervt hat, weil man wusste ja, wie sie nun darüber denkt und das wurde immer wieder aufgegriffen und aufgegriffen und aufgegriffen. Und wie gesagt, leider dadurch, dass das immer wieder aufgegriffen wurde in der Geschichte, war das irgendwann einfach nur noch ein bisschen nervig. Und ich muss auch sagen, dass das Zusammenspiel zwischen Lexia und Adam für mich nicht immer 100% funktioniert hat. Und ja, es war eine gute, solide, erotische Liebesgeschichte, aber es war halt leider nicht komplett rund und ich war auch leider von diesem Buch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dafür, dass es wieder so ein Schinken ist, den man da ja liest, war das schon echt hart, das zu lesen. Ja, so viel zu Afterwork. Alle anderen Bücher habe ich jetzt da und die kommen jetzt auch nicht mehr in der Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe. Ich nehme die jetzt einfach, wie sie hier auf dem Stapel liegen. Und fangen wir mal mit dem ersten an und zwar ist das Jinx von Jennifer Estep. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich mich sehr gefreut. Und Jinx ist der dritte Teil der Big Time-Reihe und in dieser Reihe geht es ja um Superhelden. Und in Jinx treffen wir auf Bella Bellucci. Bella kennen wir auch schon aus dem zweiten Teil. Sie ist Modedesignerin und sie hat eine ganz, ganz verrückte Superkraft, denn sie hat Glück wie Unglück. Also immer, wenn ihr etwas Gutes passiert, kommt das Karma quasi zurück und klatscht ihr dann dafür gleich das nächste Unglück vor die Füße. Ein gutes Beispiel für dieses Glück-Unglück ist, dass sie im Laufe der Geschichte bestellt sie bei irgendeinem Lieferservice für alle groß Pizza und Pasta und hast du nicht gesehen. Und sie fällt mit dem Essen komplett auf die Klappe und das ganze Essen verteilt sich und alles ist futsch. Und im Gegenzug dafür findet sie eine Minute später mehrere hundert Dollar, wo sie das Essen quasi ersetzen kann. Also solche skurrilen Situationen haben wir halt in diesem Buch. Und das ist schon witzig zu lesen gewesen. Also sie kann diese Superkraft auf auch bestimmte Art und Weise beeinflussen. Sobald sie halt versucht, dieses Glück einzusetzen, passiert dann halt wieder im Gegenzug was Doofes. Also es ist schon echt schwierig mit dieser Superkraft und ich muss auch sagen, dass ich am Ende nicht mehr so hundertprozentig durchgeblickt habe mit der Superkraft. Aber das Buch hat mich im Endeffekt gut unterhalten, es hat Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Die Liebesgeschichte, die hier drin vorkommt, war auch nicht so hundertprozentig meins, muss ich ehrlicherweise sagen. Die ging mir auch so ein bisschen schnell vonstatten. Das war so, er kam, er sah sie, er verliebte sich und mit ihr war es genau das Gleiche und das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ja, ansonsten fand ich Jinx ganz gut, hat mir auf jeden Fall besser gefallen wie der zweite Teil, war aber nicht so gut wie der erste. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass es eine niedliche, süße, erotische Superheldengeschichte so für zwischendurch ist und
ja, jeder, der Jennifer Estep mag, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall mal mit angucken. Und ich hatte es in meinem Video zu diesem Buch schon gesagt, das Einzige, was mir richtig schwer auf den Sack ging, waren diese ständigen Wiederholungen. Ich hasse es. Jennifer Estep ist die Autorin mit den krassesten Wiederholungen. Ich meine, es ruft nicht so schlimm aus wie bei Mythos. Bei der Mythos Academy liest du quasi den sechsten Teil und weißt, was in komplett allen ersten fünf Teilen passiert ist. Die wiederholt die erste Hälfte des sechsten Teils nochmal alle fünf Teile. Das ist so krass. Also das ist bei der in jedem Teil so von der Mythos Academy. So schlimm ist es hier nicht, aber sie greift hier immer wieder Dinge auf und immer wieder die gleichen Dinge greift sie vor allen Dingen auf. Und du denkst dir da irgendwann so, ich weiß es doch, nerv mich nicht. Und ja, das ist echt ein bisschen nervig bei Jennifer Estep, aber mein Gott, so ist das halt. Ich mag ihre Geschichten trotzdem, ich finde, sie hat coole Ideen, ich mag ihre Charaktere, die sie schreibt und die Welten, die sie schreibt, finde ich auch echt cool. Deswegen lese ich ihre Bücher, auch weil mich diese Wiederholungen nerven. Und wie gesagt, Jinx war ganz cool und wenn ihr Superheldengeschichten mögt, schaut euch die Reihe auf jeden Fall mal mit an. Ich habe mich mal fix ein bisschen anders hingesetzt und ich sitze hier direkt auf der Kante meiner Couch. Ich musste jetzt aber rumrücken, weil das Licht jetzt rumkommt und sonst habe ich die komplette Sonne im Gesicht. Aber lassen wir das, anderes Thema. Lesemonat. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das Spinnenbeute. Das ist der fünfte Teil der Elemental Assassin-Reihe. Und auch hier haben mich diese ständigen Wiederholungen echt extrem genervt. Aber mein Gott, es ist halt so. Und das ist quasi das Ende von der ersten Staffel von der Elemental Assassin-Reihe. Und ich muss sagen, dass ich das Buch gut finde. Das hat mir gut gefallen. Ich fand diesen finalen Kampf am Ende gegen den großen Endgegner schon richtig gut. Denn die ersten vier Bücher bauen ja quasi auf diesen Teil hin auf. Und bauen ja darauf hin auf, dass Jin sich rächen will für den Mord an ihrer Familie. Und ja, in diesem Teil tut sie das jetzt endlich. Und ich finde, das hat die Autorin gut umgesetzt. Das hat mir gut gefallen. Und mir hat die Welt wieder gut gefallen. Ich fand diese ganzen Wesen, die in diesem Buch drin vorkamen, wieder richtig cool. Und ich liebe Owen. Ne? Ich bin ja ein Fan von Owen. Von der ersten Minute an habe ich Owen geliebt. Und ja, ich mochte Owen auch in diesem Teil wieder. Das Einzige, was mich hier noch gestört hat, dass sie die ganze Zeit zu Owen gesagt hat, mein Geliebter. Der war nicht ihr Freund, der war ihr Geliebter. Und ich hasse dieses Wort. Warum hat ihr Geliebter bitte gesagt? Die beiden sind seit Monaten ein Paar, so richtig ein Paar. Und dann ist das doch nicht... Ach, naja, auf jeden Fall hat es mich genervt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Spinnenbeute fand ich richtig cool. Zum Inhalt kann ich euch auch nichts wirklich was sagen, weil ich spoilere euch dann sonst, egal was ich jetzt erzähle. Und ja, ich finde die Elemental Assassin-Reihe immer noch am besten von Jennifer Estep. Also für mich persönlich, das ist meine Lieblingsreihe. Und ja, ich kann sie euch nur empfehlen, wenn ihr Bücher mögt mit ein bisschen Erotik, mit verschiedenen Wesen, mit einer Auftragskillerin und ein bisschen einer brutaleren Welt, dann lest die Elemental Assassin-Reihe. Ich liebe sie. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ich gehe auf den Inhalt in der Geschichte jetzt nicht nochmal so wirklich ein. Ich hatte es ja in den letzten Lesemonaten schon immer mal mitgesagt. Wenn ihr genauere Infos zu den Inhaltsangaben haben wollt, dann schaut in die einzelnen Videos. Nur sonst wird dieses Video wieder extrem lang, wenn ich jetzt immer nochmal genau auf den Inhalt eingehe. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich im April gelesen habe. Und zwar war das Flammenliebe von Alexandra Ivy. Das ist auch so eine erotische Urban-Fantasy-Geschichte. Und hier geht es um Drachen. Unter anderem geht es um Drachen und wir lernen hier den Halbdrachen Torque kennen. Und Torque ist quasi ein Sklave und soll jetzt eine Frau heiraten und da hängt noch eine Prophezeiung mit dran. Und ja, die Frau, die er heiraten soll, verschwindet halt und Torque muss sie jetzt wiederfinden. Und ich muss sagen, dass ich die Geschichte eigentlich ganz cool fand. Sie konnte mich jetzt nicht hundertprozentig abholen und begeistern, aber es war so eine nette Geschichte für zwischendurch, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss sagen, dass die andere Liebesgeschichte, also jetzt nicht die von Torque und Rhea, die steht ja im Vordergrund, sondern da gibt es noch eine Geschichte von einem Frostelfen und dem Feind quasi. Und ich muss sagen, dass diese Liebesgeschichte mir streckenweise echt viel besser gefallen hat als die von Torque und Rhea, weil die von Torque und Rhea war einfach sehr vorhersehbar. Und dieses Animalische, ich hatte es in meiner Rezi dazu schon gesagt, dass dieses Animalische, was Torque so an Rhea fesselt, das fand ich ein bisschen nervig. Das ging die ganze Zeit so. Also die Erotik ist hier relativ weit zurückgestellt, aber wir haben halt immer wieder diese Anspielung und dieses, ah, oh, ich liebe dich, ich will dich und du bist mein und du gehörst mir und kein anderer darf dich angucken und ja, das hat mich ein bisschen genervt in diesem Buch. Ansonsten fand ich die Geschichte eigentlich ganz süß. Wie gesagt, es geht um Drachen, es geht um Elfen, es geht um eine Bedrohung und ja, es geht um Rhea, die verschwindet und gefunden werden muss. Und ich fand das Buch ganz cool so für zwischendurch mit, hat mich gut unterhalten, aber es ist jetzt halt kein Buch, was mich extrem begeistern konnte. Und ja, wenn ihr solche Bücher mögt, schaut euch Flammenliebe auf jeden Fall mit an.
Dann ist im April dieses Buch hier noch rausgekommen, Verliebt in Miami von Jacqueline Fellgut. Die liebe Jackie hat mir dieses Buch jetzt auch noch als Buchbuch zugeschickt, habe ich mich mega gefreut, denn ich fand Verliebt in Miami wirklich richtig süß. Jackie schreibt ja immer so niedliche Liebesgeschichten ohne Erotik und ich finde, Jackie vermittelt das immer ganz, ganz toll und sie vermittelt auch immer noch so bestimmte Dinge mit in der Geschichte und gibt bestimmte Werte einen nochmal mit auf den Weg und zeigt Dinge auf, die man jetzt nicht so präsent im Kopf hat und das mag ich und sowas bei Verliebt in Miami auch und ich finde, Verliebt in Miami ist eine lockere, leichte, süße Liebesgeschichte, jetzt gerade gut für den Frühling und den Sommer und wer sowas mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall angucken. Ich fand die Charaktere toll, ich fand Miami als Setting richtig gut, ich fand diese Sache mit den Seekühen, die hier in diesem Buch noch eine gewisse Rolle mitspielt, auch richtig toll und ja, ich mochte dieses Buch durch und durch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, I like und ja, schaut euch Verliebt in Miami an. Ich mag es sehr und kann es euch, was das betrifft, nur empfehlen, wenn ihr niedliche Liebesgeschichten mögt. Und ich muss sagen, dass ich in diesem Buch diese Seekuh-Thematik richtig cool fand, denn ich habe selber auch schon Seekühe so in live gesehen, in echt so, eine Seekuh-Mama mit einem Baby und die sind so süß und die sind so toll und ich fand das so gut mit diesen Seekühen und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, wie gesagt, schaut euch Verliebt in Miami an, wenn ihr niedliche, süße Liebesgeschichten mögt, die einem ein bisschen was noch mit auf den Weg geben und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer lest es, es ist toll. Und sie hat einen so tollen Schreibstil und sie vermittelt es einfach so toll. Oh. Ja, ich liebe es. Dann habe ich auch noch im April gelesen, Nimm mich von Cherry Adair. Nimm mich ist so eine sehr überzogene, übertriebene, erotische Liebesgeschichte, wie eigentlich alle anderen erotischen Liebesgeschichten auch, die ich diesen Monat gelesen habe. Also die sind alle fernab jedweder Realität. Die sind alle ein bisschen arg übertrieben und überzogen, aber ich mag sowas, ja. Ich möchte ja auch Geschichten lesen, weil sie halt eben nicht realistisch sind und weil ich halt weiß, dass ich damit meinem Alltag auch ein bisschen entfliehen kann und ja. Nimm mich war auf jeden Fall auch so eine Geschichte. Ich fand das Buch richtig süß. Ich muss sagen, dass mich das Buch total überrascht hat. Ich habe gedacht, das ist so eine niedliche, erotische Liebesgeschichte für zwischendurch, was es ja auch war. Aber ich fand das Buch wirklich sehr, sehr gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Ansatz der Geschichte, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting. Gut, diese ganze Liebeserotik-Gedöns-Sache war ein bisschen viel an manchen Stellen. Und ich fand es halt auch merkwürdig, dass die Protagonistin nicht wirklich ein soziales Umfeld hatte. Also, die hatte nicht wirklich Freunde und so, aber gut, das war halt einfach so in der Geschichte. Und ja, ansonsten fand ich das Buch richtig gut, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Ich mochte es und ja, wenn ihr Bock auf eine erotische Liebesgeschichte habt mit einem Typen, der mich echt an Christian Grey erinnert hat, dann schaut euch nämlich von Cherry Adair an. Und wenn ihr mehr zum Inhalt wissen wollt, schaut im Video vorbei. Dann im April auch noch mitgelesen habe ich Game of Destiny von Geneva Lee. Das ist der dritte Teil der Love Vegas-Reihe, weswegen ich zum Inhalt nicht wirklich was sagen kann. Ich kann nur sagen, dass ich den dritten Teil am schwächsten fand. Und ich fand es halt auch sehr, sehr schade, dass diese ganze Spannung, die in den ersten beiden Teilen aufgebaut wurde, hier sehr schnell aufgelöst wurde. Also es war sehr, sehr schnell dann klar, wer der Dealer ist. Es war sehr, sehr schnell dann auch klar, wer jetzt eigentlich der Mörder ist. Und ich muss sagen, dass das für mich am Ende leider nicht so komplett rund war, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich hätte mir für die Auflösung schon ein bisschen was anderes gewünscht. Ich meine, ich war echt geschockt und entsetzt und habe nur gedacht, what the f... Was geht hier ab? Aber ich hätte mir gerne ein anderes Ende gewünscht für die Geschichte. Und ich habe mir einfach gedacht, so Leute, wenn ihr alle jetzt einfach mal von Anfang an miteinander geredet hättet, wäre das alles nicht passiert. Tata! Mein Fazit zu der gesamten Reihe ist, dass es mal eine etwas andere Liebesgeschichtenreihe ist. Also es kommt ja hier noch ein Mord mit drin vor, der aufgeklärt werden muss. Das fand ich schon richtig cool. Es ist so eine niedliche Reihe für zwischendurch, aber halt auch nichts, was mich extrem begeistern konnte. Also gute, solide Geschichte, gute, solide Reihe. Aber wie gesagt, das Ende war für mich ein bisschen zu unrund, leider. Ich hätte mir da gern irgendwie ein bisschen mehr von versprochen, aber na gut, so ist das halt. Dann habe ich im April auch noch gelesen, Du bist mein Feuer von Isabel Ronan. Das ist eine New Adult Geschichte, eine College New Adult Geschichte und ich finde, das liest sich hier hinten nicht raus. Ich finde, wenn man das hier hinten drauf liest, klingt das eher wie so erotische Liebesgeschichte mit älteren Charakteren, aber ist es nicht. Aber es ist eigentlich eine College-Geschichte. Also unsere Protagonistin geht noch aufs College. Und ja, ich muss sagen, Du bist mein Feuer war im Großen und Ganzen eine gute Geschichte, aber hat mich jetzt auch nicht 100% überzeugen können. Mir war das Ganze ein bisschen zu aufgebauscht. Mir hat das alles ein bisschen zu lange gedauert. Also ich finde, man hätte vorne so im ersten Drittel 100 Seiten sich gut einsparen können. Dieses Buch ist schon relativ dick. Also es ist am Anfang sehr viel
ja, es ist einfach sehr viel, was da nicht hätte sein müssen. Also es ist halt so, dass der Anfang recht lang gezogen ist, bis die beiden dann irgendwann mal ein Paar werden. Ich sag mal, der Grundsatz einer New Adult-Geschichte ist jedem klar. Sie sahen sich, sie verliebten sich, sie waren zusammen, sie haben sich getrennt, sie kommen wieder zusammen. Das ist so ja das Grundkonstrukt einer jeden Liebes-New Adult-Geschichte, was auch immer. Und ich muss sagen, dass dieses wir lernen uns kennen, verlieben uns ineinander, dass das mir alles zu lang gedauert hat aus ihrer Sicht. Und also nicht zu lang gedauert hat von der Zeit her, sondern dass das für mich zu viele Szenen waren, einfach die mich da nicht interessiert haben. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist schwierig zu erklären. Also das war für mich einfach am Anfang alles ein bisschen langgezogen. Das hätte man irgendwie kürzer fassen können. Und als sie dann endlich zusammen waren, ging mir diese Liebesschwüre ziemlich auf den Sack. Also dieses, oh, ich liebe dich, ich habe dich schon immer geliebt und du bist mein und oh, du bist so wundervoll, du bist so beautiful und keine Ahnung was. Und ja, und ich weiß nicht, das war mir alles ein bisschen zu schwülstig dann auch. Und das war für mich halt, wie gesagt, das, was die Geschichte so ein bisschen unrund gemacht hat. Im Prinzip ist das Buch eine gute, solide New Adult-Geschichte. Es hat Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und ich habe diesen 600-Seiten-Schinken in 2 Tagen auch gelesen. Also es lässt sich richtig leicht und easy lesen. Also ich würde sagen, 100, 200 Seiten weniger hätten der Geschichte echt nicht geschadet. Dann wäre das für mich ein bisschen knackiger gewesen und nicht so ein bisschen Kaugummi. Aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz nette New Adult-Geschichte. Wer sowas mag, sollte sich Du bist mein Feuer auf jeden Fall angucken. Und ja, da gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. So, erneuter Perspektivenwechsel, da mir der Fuß komplett eingeschlafen ist und jetzt kribbelt. Alter, ist das furchtbar. Kennt ihr das? Ja, ihr kennt das bestimmt nicht. Wer kennt das nicht? Ja, wir haben aber noch ein paar Bücher, deswegen machen wir mal fix weiter. Dann habe ich noch 2 Reihen beendet im April. Und zwar zum einen die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf. Das ist der 3. und letzte Teil Verlass mich nicht. Und auch hier kann ich nicht wirklich viel zum Buch sagen, außer dass mir der 3. Teil gut gefallen hat. Ich mochte das Ende. Ich fand gut, wie das Ganze aufgelöst wurde. Ich mag ja die ganze Reihe. Und das ist halt so eine richtig typische, kitschige Teenie-Schmalz-Reihe, so à la Twilight. Und das fand ich gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir hat die Geschichte richtig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin mit dem Ende zufrieden. Es gibt beim 3. Teil für mich eigentlich auch nichts weiter zu beanstanden. Tolle Story, tolle Charaktere, toller Verlauf, tolles Setting. Toller Schreibstil, also ich mag die Reihe einfach sehr und wie gesagt, ich fand den 3. Teil gut, mir hat das Ende gut gefallen und ich war damit fein. Und wenn ihr mehr zu der Reihe wissen wollt, schaut doch hier im Video vorbei. So, ich habe immer noch mit meinem Fuß zu kämpfen. Oh Gott, kribbelt das. Ekelhaft ist das ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Oh Gott. Ich muss sagen, ich bin bisher ganz schön schnell durch dieses Video geflogen. Aber ich habe halt auch heute wirklich nur das Gröbste zu den Büchern erzählt. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Reihe, die ich im April beendet habe. Und zwar war das eine Dilogie. Und zwar Ewig Wir von Janet Clark. Das ist der 2. Teil der Deathline-Reihe. Ich muss sagen, dass mir der 2. Teil nicht so gut gefallen hat wie der 1. Es hat für mich auch am Ende ziemlich viele Fragen noch gegeben, die für mich jetzt nicht ausreichend erklärt worden sind. Das heißt, ich bin mit ziemlich vielen Fragen auch zurückgeblieben. Und ja, ansonsten im Großen und Ganzen fand ich das Ende schon gut. Es war okay. Ich habe diese eine große Sache am Ende nicht verstanden. Das konnte ich mir einfach nicht erklären. Und ja, ansonsten fand ich den 2. Teil gut, solide. Es war ein Ende, was für mich okay war. Ich war mit dem Ende zufrieden. Und ja, ich kann zum Inhalt auch nichts weiter sagen. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die Handlung für mich okay war. Sie war jetzt nicht 100% perfekt, sie war jetzt aber auch nicht total schlecht. Was die Charaktere betrifft, mochte ich die Charaktere wieder sehr. Ich fand auch die Nebencharaktere gut. Was das Setting betrifft, fand ich es auch wieder richtig gut. Und der Schreibstil von Janet Clark hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Also es ist eine gute Geschichte. Ich mag diese 2 Bücher sehr und muss aber halt sagen, dass der 2. Teil definitiv schwächer ist wie der 1. Weil für mich hat halt auch im 2. Teil einfach dieses Feeling gefehlt, ne? Dieses McClouds Töchter meets Kriminalroman-Feeling. Aber so ist das. Aber gute, solide Geschichte. 2 Bücher haben wir noch und das eine davon ist Palace of Glass von C.E. Bronner. Ich muss sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich mochte es total. Ich fand die Welt so cool. Also für mich war die Welt so das Ausschlaggebende, weshalb ich dieses Buch so cool fand. Das ist im Prinzip dystopisch mit so ein bisschen Urban Fantasy. Und ja, ich fand das Buch richtig, richtig gut. Ich fand die Handlung total toll. Die hat mich total überzeugt. Ich bin so gespannt auf den 2. Teil. Ich fand die Charaktere richtig gut. Ich mochte die Welt einfach total, in der das Ganze spielt. Was die Liebesgeschichte betrifft, hoffe ich, dass da noch ein bisschen was kommt jetzt im 2. Teil. Die war gut. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber war jetzt für mich auch nicht so 100% rund. Aber es ist halt eine Trilogie, ne? Da muss man sich ja auch noch ein bisschen was offen halten. Deswegen bin ich da auf jeden Fall auf den 2. Teil gespannt. Der kommt ja jetzt Ende Mai schon raus. Und
ja, schauen wir mal, wie Palace of Glass ist. Und mich hat dieses Buch super unterhalten. Ich fand es ganz, ganz toll. Es hat mir Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Ich fand das halt so cool mit diesem, dass sie sich nicht anfassen dürfen und dass die sich nicht berühren dürfen und dass das verboten ist. Und dann diese Sache mit diesen Magdalenen, das fand ich halt auch einfach so, so toll. Und ich habe halt beim Lesen echt immer Maria Magdalena gesungen von Sandra. Kennt ihr dieses Lied noch? Aus den 80ern? Soll ich es mal raussuchen? Wartet mal. Ich suche mal Maria Magdalena. Dann wisst ihr, welches Lied ich meine. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Lied, immer wieder diese Stelle, dieses Maria Magdalena, habe ich immer wieder gesungen, weil die halt in diesem Buch auch so einen Ausruf haben. Die sagen nicht, oh mein Gott oder oh Jesus, sondern die sagen, oh Gott, Maria. Oder dann halt Magdalena. Und dann denkst du dir die ganze Zeit, Maria Magdalena, na na na. Ja, total, ist total bekloppt, ich weiß. Aber habe ich halt die ganze Zeit gesungen beim Lesen. Immer wenn ich irgendwo Magdalena gelesen habe oder Maria oder so. Aber das geht mir öfter so. Geht euch das auch öfter so? Bei Adib zum Beispiel habe ich die ganze Zeit Another Day in Paradise vor mich hingesummt von Phil Collins beim Lesen. Passiert mir öfters. Passiert euch das auch manchmal, dass ihr irgendwelche komischen Lieder im Kopf habt, wenn ihr lest? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, also wie gesagt, mich hat dieses Buch total überzeugt. Ich fand es richtig gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass sie das Buch nicht so mochten, dass sie auch den Schreibstil nicht mochten. Aber ich fand es gut. Mir hat es gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fand es zwar halt mal wieder so ein bisschen was anderes. Bin auf den zweiten Teil gespannt. Ich freue mich schon auf Palace of Silk und bin gespannt, wie die Geschichte hier weitergeht. Ich freue mich. So, damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar habe ich noch gelesen Vicious Love von L.J. Sheen. Und ich muss sagen, dass mir dieses Buch so gut gefallen hat. Ich fand es so, so gut. Ich habe das Buch vom Verlag bekommen, netterweise auch. Habe mich mega drüber gefreut. Ich habe jetzt gar nicht immer gesagt, wann ich ein Buch vom Verlag bekommen habe. Verdammt. Aber ihr wisst es ja eigentlich, wenn ihr die Videos guckt, dass ich das Buch vom Verlag bekommen habe. Ja, auf jeden Fall Vicious Love habe ich auch vom Verlag bekommen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich möchte hier auf jeden Fall die weiteren Bücher noch lesen, denn mir hat die ganze Art und Weise dieser Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich fand dieses ganze Drum und Dran richtig cool. Also für mich ist das einfach, hier laufen gerade Leute vorbei, Entschuldigung. Ja, also für mich war das Buch einfach richtig, richtig gut und richtig, richtig toll. Ich fand dieses Übertriebene, Überzogene, dieses Stereotypische wieder ganz, ganz toll. Also ich muss sagen, wer dieses Buch liest, muss das mögen. Man muss definitiv dieses Überzogene, dieses Unrealistische, dieses mit Stereotypen voll bepackte, klischeehafte Buch, sowas muss man einfach mögen. Ne? Also, und wenn man sowas nicht mag, sollte man definitiv die Finger von lassen, weil dann wird man keine Freude an dem Buch haben, dann wird man sich nur aufregen. Ich mag sowas aber total und ich muss sagen, Vicious war hier wirklich mal ein richtiger krasser Bad Boy. Also, was der mit dir alles veranstaltet hat, alter Schwede, ich habe gedacht so, meine Fresse. Was die Charaktere in diesem Buch betrifft, hat es mir richtig gut gefallen. Ich fand Emilia als Protagonistin ganz, ganz toll. Und ich fand auch Vicious als Charakter gut. Man muss halt, wie gesagt, solche Geschichten wirklich mögen, denn der Typ hat definitiv schon eine richtig schöne Meise. Und man lernt halt in der Geschichte und man begeht halt diese Reise mit ihm. Ne? Also man liest das Buch ja auch aus der Sicht von Emilia, aber man weiß ja, dass er sich trotzdem verändern wird. Und man wartet halt auch so die ganze Zeit auf diese Veränderung. Und man denkt sich so, jetzt. Und dann so, nein, doch nicht, er ist immer noch ein Arschloch. Verdammt. Und dann diese so, jetzt. Oder so, nein, er ist immer noch ein Arschloch. Und du denkst so, wann wird er sich endlich ändern? Wann kapiert er das dann endlich mal? Und wann schafft er es denn endlich mal mit seiner Vergangenheit abzuschließen? Und das ist halt so, was mich bei solchen Büchern noch immer extrem mitfiebern lässt. Und ich muss sagen, dass das Buch auf jeden Fall schon Lust gemacht hat auf den zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es um die Schwester von Emilia. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand Vicious Love richtig gut. Wie gesagt, total überzogen, übertrieben, unrealistisch. Aber I love it. Ich mag es sehr. Und jeder, der sowas mag, sollte es sich auf jeden Fall. Also ihr Lieben, das war mein Lesemonat vom April. Ich habe das Ganze diesmal wirklich recht straff gehalten. Ihr werdet es gemerkt haben. Ich habe versucht, nicht wirklich so viel drumherum zu reden, sondern euch wirklich nur kurz und knackig zu sagen, hat es mir gefallen, hat es mir nicht gefallen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Oder ob ihr wollt ihr lieber wieder ausschweifende Lesemonate, wo ich wirklich viel über die Bücher spreche und auch nochmal bestimmte Dinge aufgreife. Ich weiß es nicht.
Ich denke immer, so ein Lesemonat sollte nicht allzu lang werden. Und die sind ja bei mir im Prinzip immer über eine halbe Stunde. Und deswegen versuchen wir es jetzt mal auf die kurze, knackige Weise. Und ja, ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Bücher kennt und schon gelesen habt, die ich auch gelesen habe, schreibt mir eure Meinung zu den Büchern gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.